ja, jetzt geht es hier über diesen Hügelzug. Und da hier vorne, auf diesem da hier drüben, da sind wir das letzte Mal runtergekommen. Und haben schön da auf diese Seite rüber gesehen. Ich weiß noch gut, hier auf diese Wiese da unten. Und ich glaube, ich sehe sogar die Bank, wo wir gesessen haben. Und zwar hier. Da waren wir das letzte Mal. Da hier ist ein schöner Rastplatz. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir da eine Pause gemacht. Jetzt haben wir gerade vor ein paar Minuten wieder da ganz oben noch eine Pause gemacht. Das ist doch schön da. Sogar noch eine Brätlistelle. Ja, von da hier oben kommen wir jetzt her. Das letzte Mal sind wir noch hinter diesem Hügelzug durchgegangen. Und dann da hier vorne über diesen Hügel da runter gekommen. Jetzt sind wir gerade auf der Gegenseite. Und da hier vorne, da zweigen wir jetzt vom Wanderweg ab. Der ginge da geradeaus. Und wir gehen jetzt da in diesen Graben runter. Und da gibt es noch was ganz Interessantes zum Sehen. Ja, jetzt haben wir wieder ziemlich an Höhe verloren. Da noch einzelne Bauernhöfe. Da sieht man ganz ins Tal runter. Und da hier oben, zwischen diesen Bäumen da, das war der höchste Punkt von heute. Und jetzt geht es hier immer noch weiter ins Tal hinunter. Und da hat es auch wieder eine große Flucht. Und da hier geradeaus sieht man noch zum Teil die Weide, wo wir auch durchquert haben. Da ziemlich viel Holz. Und hier auch frisches Holz. Schön. Da haben wir jetzt halt leider wieder eine Asphaltstraße, aber die hört dann da unten auch wieder auf. Sieht man da ganz schön auf die andere Seite rüber. Dort oben, das da hier, das ist der höchste Punkt von unserer heutigen Wanderung. Und da oben, ganz oben über diese Wiese, sind wir auch gekommen. Und da geht es jetzt doch gerade ziemlich steil runter. Da verlieren wir jetzt sehr viel an Höhe. So, geht es wieder weiter. Ja, da geht es doch ziemlich steil runter. Und wir haben da jetzt die Asphaltstraße verlassen können und gehen hier alles am Hang entlang zu dieser speziellen Sehenswürdigkeit. Es geht hier übrigens kein offizieller Wanderweg durch. Das wissen eigentlich nur die Einheimischen von da.
da hier unten alles voll Farne. Und da geht es jetzt wirklich alles dem Hang entlang. Aber ganz ein schöner Weg. Und schaut mal da unten, das Rot. Oh, so schön, diese Herbstfarben ein. Ich glaube, hier hat es viel weggerissen, weil da ist der Pfahl ganz in der Luft. Und da sind wir jetzt wirklich so in einem Graben. Und da hinten hat es noch einen kleinen Wasserfall. Schaut mal da, dieser riesige Fluss. Und da ist der Weg ein bisschen morastig. Aber das, was da vorne kommt, muss man wirklich gesehen haben. Und dann nehme ich diesen Morast auch gerne in Kauf. Ja, der Wanderweg geht immer hier noch am Hang entlang. Da drüben alles voll mit Hügeln. Und ich möchte euch jetzt verraten, was wir da vorne ganz Besonderes zu sehen bekommen werden. Und zwar gibt es eine Höhle und in diese Höhle rein ist ein Haus gebaut worden. Und ich habe die frühere Mieterin persönlich sehr gut gekannt. Und auch meine Mutter war oft hier zu Gast. Und diese Höhle oder diesen Ort wird Hohlenfluh genannt. Da stehen wir jetzt vor dieser Sehenswürdigkeit, die Hohlenfluh. Wirklich alles so in eine Höhle reingebaut. Was so wie eine Einsiedelei. Und dann noch der Kamin. Ist ein bisschen defekt. Und noch Wasser, wo oben runterkommt. Ja, das ist die Hohlenfluh. Das ist jetzt das kleine Haus hier in der Flur. Das ist doch ganz was Spezielles. Und dieses rustige Kamin. Ja. Wie gesagt, das wissen eigentlich nur die Einheimischen, die da sind, dass das da hier gibt. Weil der Wanderweg führt weiter oben durch. Nochmal eine Aufnahme von der Hohlenfluh. Und hier schöne Aussicht auf die gegenüberliegende Seite. Und diese Herbstbäume ist einfach schön. Und auch diese da drüben. Ja, jetzt geht der Weg da weiter. Da ist nicht mehr gut befahrbar. Das ist jetzt wirklich nur noch ein Fußweg. Ich
und ich hoffe, dass wir an unser Ziel kommen da. Da hier ist auch noch mal so eine Höhle. Das ist jetzt ganz interessant. Da bin ich jetzt ganz unterhalb vom Fels. Auch so als Abstellraum benutzt. Und dann geht der Wanderweg hier alles den Fels entlang. Da wird man auch noch fast nass. So nach einem starken Regen. Ja, ich weiß dann nicht. Diese Felspartie. Es ist wirklich wert, hier hochzusteigen, diese Wanderung zu machen. Ja, dadurch geht jetzt der Wanderweg. Und da geht es doch ziemlich steil runter. Und jetzt geht es hier wieder ein bisschen hoch. Wird immer interessanter. Da ist auch wieder ein großes Flugband. So wild habe ich mir das nie vorgestellt. Und da geht es jetzt doch halt wieder ziemlich steil rauf. Ja, da geht es jetzt ziemlich steil am Hang entlang. Und so im Dunkeln möchte ich nicht hier durch. Wow, ich weiß auch nicht, wo die durchmarschiert sind. Ja, dort oben waren wir, da ganz oben. Und jetzt haben wir die Hohlen Fluh besucht, ist da in diesem Graben hinten. Und jetzt geht es da weiter. Wieder ein schöner Weg. Und schon bald kommen wir wieder auf den offiziellen Wanderweg. Und da jetzt ziemlich Höhe gewonnen. Das war jetzt ein sehr schöner Abstecher. Ja, wir haben es fast geschafft. Dort ganz weit vorne, ganz oben waren wir heute. Und da sieht man schon wieder in ein Tal runter. Und da vorne, gerade ein bisschen vor der Rutt,
sind wir an die Straße von Schangnau nach Eckiwil runtergekommen. Und oben ist auch alles schön flach. Da unten ist Eckiwil, das ist da. Geht noch ziemlich weit runter in den Schatten. Und da sieht man schön weit, schöner Abend. Und hier noch einen Blick Richtung Berge. Da ist jetzt ganz ein steiler Abstieg Richtung Eckiwil runter. Da geht es jetzt doch wieder steil runter. Bisschen durch den Wald. Und so, wie es da unten aussieht, ist die Route schon wieder aus dem Wald draußen. Und geht jetzt da wieder über eine Wiese. Ja, da vorne ist Eckiwil und wir haben da jetzt doch einen recht steilen Abstieg. Wobei hier durch diese Weide geht das ganz gut. Und verlieren doch da recht an Höhe. Jetzt geht der Wanderweg hier der Wiese entlang. Oben war ein Zaun voll über den Weg. Den Wanderweg wohlverstanden gespannt. Das geht natürlich nicht. Die werden hier auch entlohnt. Wir kommen etwas. Und dann hat man den Wanderweg frei zu halten. Aber darunter ist jetzt doch auch noch ziemlich romantisch. Da sind noch Rinder am Weiden. Die Jungmannschaft. Und da unten ist noch ein Rastplatz. Hey. Da sind die ganz Kleinen. Hä? Ja, die haben auch Angst. So, sind wir dann unten. Jetzt gibt es noch den Abschluss. Ganz ins Tal runter. Ja, da ist alles. Eine Weide da oben. Und jetzt kommen wir dann noch über eine ganz interessante Brücke. Und dann geht es fast nur gerade Richtung Eckiwil. Ja, von da oben runter sind wir jetzt gekommen. Jetzt geht es da auch nochmal durch einen ganz schönen Weg. Rechts und links geht es ein bisschen runter, aber es ist nicht schlimm. Ganz ein schöner Pfad. Da unten ist jetzt schon die Emme.
Und wir haben jetzt wirklich noch den letzten Abschnitt, bevor wir ganz im Tal unten sind. Da auch noch ein bisschen steinige Pfade runter. Da gibt es sogar noch eine Drahtseilbahn. Und da ist jetzt die lustige kleine Brücke. Da ist jetzt die Brücke über die Emme, da vorne ist nämlich die Emme. Und da sind wir jetzt ganz im Tal. Diesem schönen Haus da oben, das Bauernhaus mit den vielen Blumen. Und da hat es auch noch schöne Blumen. So, unser Ziel haben wir in Sicht. Wir sind schon bald da vorne und unsere schöne Wanderung endet da. Und da noch schön die Berge. So, wir haben jetzt dann unser Ziel erreicht. Da vorne ist die Busstation und wir haben jetzt dann gerade noch Anschluss an einen Bus. So, da vorne ist jetzt das Ziel. Ich danke euch, dass ihr uns begleitet habt auf diese schönen Wanderung und wünsche noch einen schönen Abend.